Ja, hallo und herzlich willkommen zum heutigen Video. Vorstellung des Campingplatzes Prinsenmeer. Der Platz liegt in Asten. Das liegt ungefähr 20 Kilometer von Eindhoven entfernt in Holland. Also mitten im Landesinnere. Der Platz hat einiges zu bieten, wobei es jetzt in der Vorosterwoche sehr kalt ist. Ihr seht, ich habe eine Mütze an, also es ist schon recht frisch, fühlt sich gar nicht so an wie Osterurlaub. Aber die Sonne scheint, das ist schon mal ein großer Vorteil. Also tagsüber soll es schon schöne Temperaturen geben. Und der Platz hier hat einige Einrichtungen zu bieten, die sind wirklich klasse. Lasst mich kurz erwähnen, danach zeige ich euch aber die Bilder vom Platz natürlich. Der Platz ist um einen See angelegt, habt ihr vielleicht im Vorspann schon gesehen. Im See sind auch ein Rutschenpark, wo man also in den See rutschen kann, finde ich auch mal sehr, sehr nett und auch schön angelegt. Aber hat auch ein Indoor-Schwimmbad mit Rutschen und so weiter, hat einen Indoor-Spielplatz für Kinder, hat eine Animationsfläche, Restaurants und Disco sogar und einen Supermarkt und alles zu bieten. Die Waschhäuser, das was wir hier haben, ist gerade neu gebaut worden, weil nebendran steht noch das alte, ist sehr modern und vor allen Dingen wichtig ist ja, es ist sauber. Ja, die Plätze, ich drehe mich gerade mal rum, dann seht ihr das mal kurz. Ihr seht hier, die Plätze sind alle noch relativ leer. Das liegt aber daran, dass es jetzt zu Ostern etwas voller werden soll. Weil hier kommen noch Bekannte von uns hin nachher, die kommen noch. Und noch andere Bekannte kommen hier auf die Seite von uns. Und das waren auch die einzigen freien Plätze, die es noch gibt. Deswegen gehe ich schon aus, es füllt sich hier noch. Und hier ist jetzt der Touristenbereich. Hinten dran seht ihr die Mobilheime. Das ist also alles sehr gut gemacht. Und ansonsten, wir gehen gerade mal hin. Der große Sohn schläft schon mit einem Freund. Wir haben noch ein drittes Kind dabei in einem Zelt. Das geht trotzdem, Temperaturen geht das ganz gut. Man muss halt entsprechend ausgerüstet sein, klar. So, hier jeder Platz hat quasi seine Nummerierung und seine eigene Station mit Stromanschluss. Und hier ist mein Abwasser eingesteckt. Allerdings Wasser direkt anschließen kann ich nicht, weil das ist nur so ein komischer Hahn. Da muss ich halt mit Gießkanne laufen gehen. Aber okay, das überlebt man natürlich auch. Aber ansonsten ist es wirklich sehr schick gemacht. Auch die Plätze hier sind relativ gerade insgesamt und auch groß genug, das muss man wirklich sagen. Also wir sind begeistert von dem Platz hier. Der gehört auch übrigens zur Osttappen-Gruppe. Letztes Jahr habt ihr vielleicht in Belkin, wo wir in Ostern in Belkin waren, den Hengelhöf gesehen. Das ist die gleiche Gruppe. Ja, und bevor ich euch jetzt den Platz zeige, gehen wir gerade mal ganz kurz an die Übersichtstafel, dass ich euch einfach mal so einen kleinen Eindruck vermittle, wie der Platz aufgebaut ist. Ihr habt es vielleicht in der Drohnenaufnahme schon gesehen. Nur da kann ich euch noch mal kurz sowas zeigen zur Orientierung. Das finde ich immer auch ganz hilfreich. Also ab zur Tafel und dann geht es weiter mit den Bildern. Da, wo der Pfeil ist da unten, da ist die Einfahrtschrankenanlage. Hier ist dann das Haupthaus mit Schwimmbad, mit Restaurant, mit Rezeption, allem drum und dran. Hier sind überall Stellplätze. Unser Platz ist da hinten. Und hier hinten der grüne Bereich, hier der große, ist alles Dauercamping und Mobilheime überwiegend, wobei Mobilheime sind ja da hinten auch noch welche. Also von daher recht geräumig, alles in einem See angeordnet, aber ich blende euch mal ein paar Bilder ein, könnt ihr euch selbst mal ein Bild von machen.
Ja, überall im Platz verteilt sind solche Hundespender und Müllboxen. Das ist gut gemacht. Und es sind so 3-4 Stück auf dem Platz verteilt, solche Auslaufzonen für Hunde. Ist auch gut gemeint, aber ist viel zu klein. Und die Hundebesitzer machen auch den Dreck von den Hunden nicht weg. Von daher ist er als solches gar nicht zu gebrauchen. Das ist ein bisschen schade. Und wie gesagt, größer müssten sie einfach sein. Ja, ihr habt die Bilder vom Platz gesehen. Ihr konntet euch einen schönen Eindruck machen. Bin mal gespannt, wie es euch gefällt. Eins bin ich euch noch schuldig, und zwar die Preisinformation. Allerdings, genauere Preise kriegt ihr auf der Homepage. Ich kann euch schon sagen, was wir jetzt bezahlt haben. Wir sind etwas länger wie eine Woche hier. Es sind 5 Personen plus Hund, inklusive Stellplatz für knapp über 300 Euro. Das finde ich ein fairer Preis, zumal in dem Preis alles drin ist. Also Indoor-Schwimmbad, Indoor-Halle, Wasser, Dusche, Strom und alles ist inklusive. Das finde ich schon ein fairer Preis. Auf der Osthappen-Seite, ich verlinke es euch gerne, könnt ihr das natürlich für euch gerne mal ausrechnen. Und jetzt interessieren mich eure Meinungen. Wie findet ihr den Platz? Gefällt er euch? Wart ihr vielleicht schon mal hier und könnt von eigenen Erfahrungen berichten? Lasst die auch gerne in den Kommentaren da. Ich freue mich für ein Like fürs Video und ein Abo für den Kanal. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.